Ja, hallo, ich bin die Ramona. Ich gehöre zum Außenposten 47, den unser Gründer, der Andreas, mitgemacht hat. Hallo. Im Gedanken dessen, dass wir alle unterschiedlich sind. Dafür steht ein Außenposten und alle dort willkommen sind und wir alle miteinander was machen wollen. Unser Hobby leben. Ja, das ist es in erster Linie erstmal. Wie lange macht er das schon? Wir machen das jetzt schon seit fast 2 Jahren, muss man dazu sagen. Wir haben uns aufgestellt offiziell erst im letzten Jahr im August, aber die Idee des Außenpassens entstand schon ein Jahr zuvor eigentlich. Hm? Wie ist die Idee entstanden? Die Idee ist eigentlich dazu entstanden, dass ich damals bei verschiedenen Stammtischen unterwegs gewesen bin und leider immer wieder feststellen musste, dass das Thema Science Fiction immer mehr kernorientiert besprochen wurde letzten Endes. Und aus meinem Wunsch heraus sollte die entstehen letzten Endes ein sogenanntes Multifandom darzubieten für Gäste unseres Stammtisches. Okay, Multifandom, was kann man sich darunter vorstellen? Multifandom kann man sich Folgendes darunter vorstellen, dass nicht ein Kernthema letzten Endes orientiert besprochen wird, sei es Star Trek oder Star Wars in dem Fall, sondern dass auch Nebengenres wie zum Beispiel Mondbasis Alpha 1, sag ich mal, oder UFO, und ganz alten Klassiker wie Kampfstern Galactica letzten Endes auch mit zum Zuge kommen sollen in der Gesprächsrunde. Mhm. Was kann man sich denn unter so einem Dinner vorstellen oder Stammtisch, sagt es gefragt. Ja, da kann Markus hier zu meiner Linken einmal genaueres zu sagen, weil er ist letzten Endes Initiator des Track-Dinner Ruhrpotz aus Essen. Richtig, der wurde jetzt im August gegründet, ist auch ein Multifandom-Stammtisch. Und genauer, was kann man sich darunter vorstellen unter einem Stammtisch? Also man trifft sich in einem regelmäßigen Abstand, bei uns ist es ein 2-Monats-Takt, in Essen. Ja, man trifft sich in lockerer Atmosphäre, man muss nicht so dahin kommen, man kann auch ganz normal gekleidet dahin kommen. Wichtig ist halt nur, dass die Leute mit gleichen Themengebieten sich halt dort treffen und auch austauschen können, weil das im Alltag doch etwas schwer geworden ist. Und das findet halt auch sehr regen Anklang. Also unsere Gruppen wachsen momentan auch. Mhm. Ihr unterstützt auch nur karitative Einrichtungen. Das ist richtig. Wir vom Außenposten haben zum Beispiel Ende letzten Jahres angefangen, uns aktiv für die Deutsche Kinderkrebshilfe letzten Endes einzusetzen, weil wir der Meinung sind, man kann das Hobby auch mit etwas Gemeinnützigen auch noch schön verbinden, um anderen Leuten das Hobby A unter anderem etwas näher zu bringen und auch die verschiedenen Philosophien gemeinsam füreinander und für andere auch mit einzustehen, besser publik zu machen in dem Fall. Und wir unterstützen auch, wo jetzt der Außenposten wieder sehr stark involviert ist, eine Convention, die nächstes Jahr in Osnabrück stattfindet, die sogenannte Star Warrior Convention. Aus wie vielen Personen besteht denn euer Außenposten? Der Außenposten selbst hat eine Kerntruppe von 6 Leuten, die in der Orga-Struktur aufgestellt sind. Wir sind aber ziemlich offen, auch was unsere sogenannten Sympathisanten angeht. Wir sind recht groß, unsere Treffen sind in der Regel so gut mit 20 Leuten immer wieder besucht und wir bieten auch verschiedene Möglichkeiten den Leuten an, sich in ihrem Hobby auch auszutoben in dem Fall. Und dann ist in der letzten Zeit so ziemlich häufig das Thema Mobbing aufgelaufen. Und gerade dafür haben wir den Außenposten gegründet, weil selbst im Cosplay es angefangen hat, ich bin Star Trekker, du bist Star Warsler, das geht nicht, das eine ist besser, das andere ist schlechter. Es ist nichts besser und nichts schlechter. Wir stehen für unser Hobby und wenn wir uns austauschen können, ich unterhalte mich sehr gerne mit einem Star Warsler. Ich habe das Cosplay von Iron Man zu Hause. Ja? Also ich muss einfach nur Spaß haben an dem, was ich tue. Und da wir offen für alle sind, weil das ist das, was das Track-Dinner, bei Markus ist das was anderes, aber die meisten Track-Dinner stehen einfach nur für Star Trek. Und die grenzen dann schon aus. Und wir wollen niemanden ausgrenzen, wir wollen alle sagen, kommt, redet über euer Hobby, wir haben Spaß miteinander und können gleichzeitig noch etwas Gutes tun. Mhm. Möchtest du abschließend noch was zu der Welt da draußen sagen? Ja, ich habe ja so einen schönen Leitspruch immer als Endsatz. Ich denke mal, der passt eigentlich ganz gut. Lebet lang und in Frieden und möge die Macht immer mit euch sein. Immer.